Herzlich willkommen zum Oster-Countdown. Noch 30 Tage bis Ostern. Heute schauen wir auf eine Begegnung von Jesus mit Jairus und der Tochter des Jairus. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Vater oder eine Mutter ihr Kind verliert, wenn es sterbenskrank ist und kein Arzt mehr helfen kann. Genau in dieser Lage befand sich Jairus und dann kam ein Hoffnungsschimmer. Jesus war irgendwo in der Nähe und er hatte gehört, dass Jesus Dinge tut, die nur Gott tut, die von Gott kommen. Und so macht er sich auf den Weg und er spricht Jesus an, der umringt ist von einer Menschenmenge. Er hat sich durchgedrängelt und spricht Jesus an und fragt: Kannst du zu mir nach Hause kommen? Zu meiner Tochter? Und die frohe Botschaft für Jairus: Ja, Jesus hat gesagt, ich komme. Doch gleich im nächsten Atemzug ändert sich das Ganze. Jairus wird auf die Folter gespannt. Jesus macht keine Anstalten, sich sofort in Bewegung zu setzen, wie die Feuerwehr loszuflitzen. Nein, da ist noch eine andere Begegnung, die Jesus wichtig ist. Er hat gespürt, wie in dieser Menschenmenge Kraft von ihm ausgegangen ist. Heilende Kraft, Heilig-Geist-Kraft. Und wie diese Kraft des Heiligen Geistes eine Frau, die blutflüssige Frau, gesund gemacht hat. Es reicht ihm nicht, dass diese Frau gesund wird. Er möchte, dass sie noch tiefer die Liebe Gottes spürt, wahrnimmt, versteht und nimmt sich Zeit, mit ihr zu sprechen und weist sie darauf hin, wie wichtig Glaube und Vertrauen ist, gewesen ist für sie. So konnte der Heilungsstrom fließen. Erst dann macht sich Jesus auf den Weg und objektiv gesehen, sie kommen zu spät. Sie bekommen die Nachricht, dass die Tochter des Jairus schon verstorben ist. Und genau in diesem Moment, wo alles zu Ende zu sein scheint, da fordert Jesus den Jairus auf, zu glauben und zu vertrauen, nicht aufzugeben. Nur noch ein kurzer Moment und das Blatt würde sich ändern. Jesus kommt zu spät, aus menschlicher Sicht, aber nicht aus göttlicher Sicht. Jesus kommt und sagt der Tochter: Steh auf. Und so steht sie auf von den Toten. Schwer zu erklären, aber es war den Menschen damals schon klar, dass diese Tochter wirklich tot war. Und so war es ihnen ebenso klar, dass das, was dort geschehen war, ein Eingreifen Gottes war. Jairus hat sich für seine Tochter eingesetzt. Nimm dir auch heute wieder eine Viertelstunde Zeit, um mit Jesus zu kommunizieren. Und zwar über den Bibeltext, in dem diese Begebenheit sich wiederfindet. Sie steht im Markus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 21 bis 43. Sprich mit Jesus über diesen Text. Und denke vielleicht einmal daran, welchen Menschen gab es, der sich für dich eingesetzt hat, der für dich zu Jesus gegangen ist, gebetet hat. Vielleicht fällt dir etwas ein und füllt dich neu mit Dankbarkeit. Einen gesegneten Tag aus Dilbrecht wünsche ich.